Ja, die Idee ist schon vor längerer Zeit entstanden, genauer gesagt vor einem Jahr, als dann bekannt oder als wir wussten, okay, es gibt eine neue Staffel. Und wir haben natürlich auch im Team einige Game of Thrones-Fans und wir haben da immer schon so ein paar Parallelen auch gesehen zu Ostfriesland. Wir von unserer Seite hatten die Idee und haben auch die Burgen und Schlösser, die dort dargestellt werden, ausgewählt. Wir haben da eine ganz tolle Agentur gefunden mit Sitz in Oldenburg, die das zusammen mit uns ausgeheckt hat. Was in Game of Thrones die sieben Königreiche sind, das sind in Ostfriesland die sieben Seelande. Das war ein Bund zu Zeiten des Mittelalters, der friesischen Freiheit. Und da haben wir gedacht, Mensch, das sind tolle Parallelen, die man ganz gut aufgreifen kann. Und natürlich gab es auch in dieser Zeit Machtkämpfe um Besitztümer, um vielleicht auch ein bisschen Liebe, die fanden hier in der Region statt. Wir haben es auch noch mal ein bisschen vertont. Also wenn man genau hinhört, hört man vielleicht auch ein paar Kühe im Hintergrund, ein paar Schafe blöken. Zum Beispiel sieht man in einer Szene auch ein kleines Seeungeheuer. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wir natürlich auch alte Karten aus den Stadtarchiven als Grundlage hergenommen haben. Und da war das dann teilweise früher auch üblich, dass mal sowas mit eingezeichnet war. Also haben wir diese Stilelemente auch wieder dort auftauchen lassen.